Gloria a la Patria heißt es schon in der spanischen Nationalhymne. Aber Ruhm für das Mutterland hat der einstige Vater, nämlich der ehemalige König Juan Carlos, keinen gebracht. Und er bringt jetzt sogar die sonst so standfeste spanische Monarchie ordentlich ins Wackeln. Carlos trat die Flucht nach vorne an, doch der Gang ins Exil könnte jetzt bald nach hinten losgehen. Offiziell heißt es, dass sich der unter Korruptionsverdacht stehende Ex-Rey für seinen Gang ins Exil rechtfertigt. Er wolle Spanien verlassen, um seinen Sohn Felipe nicht weiter bei der Ausübung seiner Aufgaben als König zu behindern. Die öffentlichen Konsequenzen bestimmter Geschehnisse der Vergangenheit würden aber zur Belastung der Krone werden, sagen Experten. Denn mit seiner Flucht hat Juan Carlos genau das Gegenteil erreicht. Die Art und Weise, wie er das Land verlassen hat, macht ihn irgendwie verdächtig, versichert die spanische Königshausexpertin Almunda Martinez. Obwohl das Königshaus beschwört, Juan Carlos sei weder geflohen noch ins Exil gegangen, zumal es noch keine offizielle Anklage gibt, sind die Umstände seiner Reise doch recht suspekt. Er verlässt Sonntagabend seinen Palast in Madrid, um in die Dominikanische Republik zu reisen. Er wolle eventuell im September zurückkommen, stehe der spanischen Justiz, die Ermittlungen gegen ihn eingeleitet hat, aber jederzeit zur Verfügung, erklärt sein Anwalt. Doch jetzt wird auch die spanische Monarchie in ihren Grundpfeilern erschüttert. Bereits 2014 dankte er nach einigen Skandalen ab und seit Monaten steht der ehemalige Monarch wegen angeblicher Schmiergeldzahlungen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium erneut im Rampenlicht und Zentrum der Kritik. Ein Popularitätseinbruch quer durch alle Bevölkerungsschichten. Und auch die Historiker hinterfragen die angestaubte Staatsform. Was der führende Kopf eines Staates, in unserem Fall Felipe, in der Rolle als Moderator jetzt tun kann, ist, ein Exempel zu statuieren. Denn Geschichte verläuft wellenartig, wie die Wellen im Meer. Sie kommen und gehen, mit tiefen Strömungen, die auftauchen. Wir sind in der Dritten Republik, das ist keine Monarchie mehr. Unterdessen verteidigt Ministerpräsident Pedro Sanchez am Dienstagnachmittag vehement die Krone und Spaniens politisches System der parlamentarischen Monarchie. Lo que se juzga no son instituciones. Se juzga a personas. Institutionen sollen nicht angeklagt werden, sondern Personen. In diesem Fall Juan Carlos. Und er meint, er würde selbstverständlich zurückkommen, wenn er seitens der Justiz dazu aufgefordert wird, so wie jeder Spanier. Dabei stellt Sanchez klar, dass Spanien gerade im Zuge der Corona-Pandemie und schwierigen Zeiten wie diesen robuste und stabile Institutionen brauche. Diese müssten allerdings vorbildlich und transparent geführt werden, so der spanische Ministerpräsident. Doch ob die berühmte Zeile der spanischen Hymne Gloria a la Patria auch in der Monarchie Bestand hat? Die Zukunft wird es weisen.